Herzliches Willkommen und danke mal in Gerald Weiß, dass wir da unsere Firma und unser Produkt heute Ihnen vorstellen dürfen und auch für die zahlreichen Teilnehmer, dass man sich zu so später Stunde noch die Zeit nimmt. Ich darf Ihnen heute etwas über die Firma Kaseltech und über unser Produkt K&Sell erzählen und näher bringen. Mein Name ist Thomas Trindl, ich bin der erste Key-Accounter in Österreich. Zwei Kollegen in Ostösterreich sind wir gestartet. Wir waren vor 3 Jahren ein Startup, was in Nürnberg gegründet wurde, mit 4 Kollegen, die eine Idee hatten. Die Idee war, den ganzen Gebrauchtwagenhandel, B2B, aber auch Exportwareprozess zu vereinfachen und in diesem Segment einfach auch die Erträge zu steigern. Wir sind mittlerweile eine Mannschaft aus 240 Mitarbeitern und agieren in über 11 Ländern. Wir haben vor 8 Wochen in Österreich gestartet, sehr erfolgreich mit einer noch mittlerweile 7-köpfigen Mannschaft und schauen, dass wir vorzu natürlich da auch neue Kollegen mit ins Boot bringen, um sie im Automobilhandel ja tatkräftig unterstützen zu können. Wir betreiben eine hochmoderne Auktionsplattform. Das klingt ein bisschen trocken, das ist die Tatsache, wir sind ein Tech-Unternehmen, das sehr datengetrieben ist. Unser Motto ist aber ganz vorne dran, einfach, ertragreich und persönlich. Das heißt auch der Faktor Mensch, die Kollegen vor Ort, wir als Betreuer und auch im Hintergrund sind für uns sehr wichtig. Was machen wir? Wir haben eine Auktionsplattform für Käufer und Verkäufer. Das heißt, wir bieten einen Online-Marktplatz, wo wir bei Ihnen vor Ort Fahrzeuge aufnehmen, in die Plattform geben und diese einem europaweiten Kundenklientel, den Käufern, anbieten. Zugleich kriegen Sie auch die Möglichkeit, bei uns auf der Plattform, das ist ein Doppel-Account, Seller und Buyer, also Einlieferer und Käufer, auch Autos zu erwerben. Aktuelle Marktlage und Situation, wir wissen alle, es gibt wenig Fahrzeuge, sei das geschuldet dem Thema immer noch Pandemie, sei das die Chip-Krise, sei das jetzt noch Ukraine. Wir müssen heute schauen, dass wir am Zahn der Zeit sind, kaufen und verkaufen die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt und dabei können wir euch sehr gut unterstützen. Wir haben ein einzigartiges Fahrzeugaufnahmesystem mit einem Bewerterservice, wo wir euch im Tagesgeschäft Zeit zurückgeben wollen und die komplette Aufnahme der Fahrzeuge bis zum Erscheinen des Exposés für euch komplett übernehmen dürfen. Im Hintergrund haben wir eine Zahlungsabwicklung und Überwachung, wo wir sicherstellen, dass der Zahlungsfluss sehr schnell und auch wieder transparent, revisionssicher und unkompliziert für Sie als Automobilhändler ablaufen kann. Zusätzlich bieten wir noch einen Transportservice, das ist der K&Sell Cargo, wo wir mit einigen großen Speditionen zusammenarbeiten und auch Fahrzeuge für euch transportieren können.
Die Kosten sind immer sofort auch ersichtlich. Ich kann alles ganz transparent für meine Kosten gleich abschätzen und einschätzen. Zusätzlich betreiben wir als Tech-Unternehmen natürlich auf Basis von Millionen Daten saubere Analysen, um euch auch zeigen zu können, wie funktionieren unsere Algorithmen, wo sind unsere Slots für die Auktionen am stärksten, welche Marke geht wohin, welche Märkte. Wir haben sehr viele Käufer in den letzten 3 Jahren schon akquiriert und haben jetzt vor 8 Wochen mit der Einliefererseite, mit der Verkäuferseite in Österreich gestartet. Unser Vermarktungsprozess ist eigentlich angelehnt an unsere drei, sage ich jetzt einmal, Schlagworte: einfach, ertragreich und persönlich. Wir kommen auf Fahrzeugmeldung, die circa eine halbe Minute dauert im System, das zeige ich Ihnen gleich dann, nehmen das Fahrzeug bei Ihnen auf mit unseren Bewerter. Das Fahrzeug geht 1 bis 2 Stunden später schon in die Live-Auktion nach der Aufnahme. Dann, wenn das Fahrzeug erfolgreich verkauft wurde, geht es weiter in den Schritt Vermarktung. Wir überwachen den Zahlungsverlauf und den Überweisungsprozess, dass wir schnell, so gesehen, das Geld für Sie vom Käufer einziehen. Wir kaufen keine Autos. Wir sind ein Vermittler zwischen der Verkäufer- und der Käuferseite und fakturiert, das ist das Wichtige, wird an die Caseltech Österreich. Wir haben eben vor 8 Wochen die GmbH gegründet. Sie fakturieren an uns und wir fakturieren weiter an das Käuferklientel in ganz Europa. Wenn das Ganze abgeschlossen ist, das Geld auf Ihrem Konto ist, wird ein Abholschein an den Käufer gesendet per E-Mail, der was mittels einem QR-Code dann bei Ihnen das Fahrzeug abholen lassen kann über unseren Transportservice oder gegebenenfalls das Fahrzeug auch selbst abholt. Dann geht es noch zum Dokumentenversand, der erfolgt wieder von Ihnen an uns. Und wir suchen auch oder sind in Österreich auf der Suche, in Deutschland bilden wir das schon ab, für Compound-Lösungen, sprich, wir suchen Sammelplätze, wo wir die Ware, die ihr uns über uns verkaufen wollt, dann auch sammeln können, wenn das Thema viele Ware und wenig Platz dann wieder zum Greifen kommt, wo wir aktuell ja nicht das große Problem haben leider. Meine Wenigkeit ist zuständig. Wir machen zurzeit, fräsen wir drei Kollegen uns quer durch Österreich. Wir betreuen zwischen Vorarlberg und Wien bis in die Steiermark und würden uns natürlich freuen auf jede Anfrage von Ihnen. Aber keine Sorge, wir kontaktieren Sie sowieso schon seit mehreren Wochen aktiv. Wir haben ein 20-köpfiges Akquise-Team, die auf der anderen Seite wieder schauen, dass wir so viele Käufer wie möglich auch auf die Plattform bekommen. Das ist unser Team der Fahrzeugbewerter. Wir haben geprüfte Testmeister, die alle alte Fuchs, auch oft vom Alter nieder so, aber sehr gute Techniker sind, die dann bei euch vor Ort die Fahrzeuge aufnehmen, so dass ihr keine Minute Arbeit mit diesem ganzen Ablauf habt und ihr euch konzentrieren könnt auf euer Tagesgeschäft im B2C-Bereich, im Endkundengeschäft. Wenn Sie noch Fragen haben, auf der Car and Sale Homepage finden Sie natürlich alles. Meine Kontaktdaten natürlich auch, die kann gern der Herr Weiß auch weitergeben. Und ich gehe jetzt gleich mit Ihnen in Medias Res. Das wäre genug der Vorstellung und zeige Ihnen, wie gut diese Prozesse geschärft sind und was hier großer Vorteil sein kann. Wir befinden uns da. Wir haben zwei Accounts. Das ist einmal die Verkäufer-Einlieferer-Seite. Ja. Sie melden da, wie viele Fahrzeuge möchten Sie einstellen, aufnehmen? Ja? Wir sagen jetzt einmal ein Stück. Wir kommen auch wegen einem Fahrzeug gleich die Botschaft von weg. Haben Sie einen Regeltermin? Ich kann einen Regeltermin vereinbaren, wenn ich sage, ich möchte, dass unser Bewerter generell mich alle 14 Tage oder einen Monat besucht. Dann sage ich Regeltermin ja. Wenn ich sage, ich möchte mir Flexibilität offen halten und wenn ich Ware habe, die so schnell wie möglich aufnehmen lassen und vom Hof bringen, dann sage ich Regeltermin nein, gebe dort mein Wunschdatum ein, zum Beispiel schon morgen. In Tiroler brauchen Sie nie fragen, wann, der sagt immer gestern. Hier kann ich eingeben Marke, Modell, Fahrgestellnummer, Erstzulassung, COC-Papier und
den Mindestpreis, den Sie in der Auktion erreichen wollen. Da haben wir noch die Möglichkeit, Differenz- oder Regelbesteuert auszuwählen. Der Einkaufspreis dient nur einer Datenanalyse, die Sie von uns monatlich rückgespiegelt kriegen in Form eines Kurzdashboards, wo Sie dann sehen, wie viel habe ich bezahlt für mein Fahrzeug im Eintausch, wie viel habe ich erreicht, wollte ich erreichen und wie viel ist mein Bruttoertrag. Ist allerdings kein Pflichtfeld. Vorschäden brauchen wir insofern nicht zu deklarieren, weil wir von unserem Bewerber Service das Fahrzeug ja komplett aufnehmen. Das Einzige, was wir wissen müssen, sind kapitale Sachen wie angehende Motorschäden, Getriebeschäden in ganz kurz und knackiger Darstellung, ohne einen großen Doktorat oder Preisen, Getriebe, Hakt, sechster Gang, absenden. Das Ganze geht dann nach Berlin zu meinem Kollegen, der teilt im jeweiligen Gebiet oder Bundesland den Meister zu, der meldet sich telefonisch und fragt dann, wann darf ich kommen, Vormittag, Nachmittag, und nimmt das Fahrzeug bei Ihnen dann auf. Wenn das Fahrzeug aufgenommen ist, Sie haben den Preis schon bestimmt über die Fahrzeugmeldung, geht es 2 Stunden später in die Live-Auktion, wo das dann für 6.000 aktive Käufer in 11 Ländern zum Sehen und zum Kaufen ist. Und da gehen wir jetzt gleich hin. Ich habe da jetzt einmal ein Fahrzeug rausgesucht, ja, wo, ich Ihnen sagen kann, was auf der Startseite da gleich ersichtlich ist. Ich mache da nochmal ganz kurz zu. Wir haben täglich zwischen 350 und 550 laufende Live-Auktionen drinnen. Ich kann natürlich alles hier schön filtern, je nach Marke, Modell, Land, Benziner, Diesel, also ganz normale Einstellungen, um meine favorisierten Modelle oder Marken zu finden. Ja. Und wie Sie sehen, wir haben verschiedenste Preiskategorien. Wir haben von den klassischen Exportfahrzeugen, ja, bis über Fahrzeuge um knappe 10.000 Euro, aber auch höherpreisig, zum Teil Ware bis 40.000, 50.000 Euro drinnen. Gerade aber ganz wichtig, Ware, die wir in Österreich aktuell nicht haben, die aber von anderen Ländern doch sehr stark reinkommt. Nette Gebrauchtwagen, die euer Gebrauchtwagen-Business auch vor Ort dann wieder aufwerten können und ihr könnt mehr Bruttoerträge generieren. Ich sehe da gleich den Car on Sale Check. Das ist unser Gütesiegel, mit dem wir auch 24 Stunden nach Abholung in der Haftung und Reklamation stehen. Das heißt, von euch ist der Ball weg, wenn das Fahrzeug abgeholt ist und über unsere Plattform vermarktet wurde. Wenn wir das einmal anschauen, das Fahrzeug, sehe ich da, Preis ist aktuell L4, der Mindestpreis ist noch nicht erreicht. Es gibt schon einige Gebote, wo ich sehe, wie sich das schön langsam binnen 1-2 Stunden raufsteigert. Ich habe da die Möglichkeit, in 100er Schritten und bei günstigem Auto 50er Schritte mitzubieten und sehe auch zuzüglich die Verkaufskosten, die Handling-Fee, die ich da heroben in der Preisliste dann auch sehe. Da sehe ich genau, wie viel kostet ein Fahrzeug ab welchem Preis. Eine Deckelung haben wir eingezogen bei 15.000, alles ab 15.000 bleibt bei 3,69. Ja. So, dann gehen wir noch einmal rein. Es werden auch die Käufer- und Verkäuferseite nicht preisgegeben legitimiert. Das heißt, erst wenn das Fahrzeug versteigert wurde und das Fahrzeug geholt wird, weiß der Käufer, wer ist der Verkäufer. Fahrzeugexposé, das ist das, was der Bewerter bei Ihnen vor Ort aufnimmt. Und Sie selber wissen als Profis alle, wie viel Arbeit es ist, ein Fahrzeug, wenn es geputzt ist und von der Reinigung kommt, zu fotografieren, die Daten einzugeben, bis das in einer Endkundenplattform ist, ist das eine Stunde Arbeit plus. Das können wir euch abnehmen in diesem Bereich. Da haben wir einmal das Fahrzeug mit Beschreibung. Dann haben wir die technische Zustandsbeschreibung inklusive Lackdichtenmessung. Eine komplette technische Beschreibung, auch mit Auslese, Fehlerauslese, hat der Bewerter auf der OPC-App drauf. Abfrage, Serie, Sonderausstattung. Und dann unsere Stärke, die Fotodokumentation. Einmal das Fahrzeug rundherum
so wie Sie es auch gewohnt sind für Endkundenportale. Immer mit Zulassung, natürlich ohne Briefkopf, ohne Kundendaten, dass man auch sieht, Land der letzten Zulassung. Immer Echtaufnahme, wie viel Schlüssel, gibt es ein Serviceheftel, einfach was es wiegt, das hat es, wie man so schön sagt, dass das Gegenüber genau weiß, was es kauft. Und genauso dreht sich es dann bei den Schäden weiter. Wir dokumentieren alles ins kleinste Detail, dass wir danach einfach auch eine niedere Reklamationsquote haben, wie wir es in Deutschland gewohnt sind, unter 2% von fast 20.000 Fahrzeugen. Und das geht nur, wenn man wirklich die ganzen Schäden akribisch bis ins kleinste Detail dokumentiert und aufnimmt. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir von Ihnen auch Anfragen und Rückfragen bekommen. Aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich und meine Kollegen und unser Akquise-Team werden definitiv aktiv auf Sie zukommen, wenn es Fragen gibt oder Termine vor Ort oder wie es halt in Covid-Zeiten wir alle gelernt haben, auch Online-Präsentationen und in das Ganze noch einmal ein bisschen tiefer eingehen, darf ich Ihnen jederzeit anbieten. Vielen lieben Dank, Thomas Triesel. War sehr interessant und ich glaube, in der momentanen Situation auch sehr wichtig, dass man sich aufs gebrauchte Geschäft konzentriert und alle Möglichkeiten auslotet, die es in dem Bereich gibt. Weil wir wissen alle, da ist es auch gerade nicht günstig, was die Fahrzeugverfügbarkeit betrifft. Entschuldigen Sie, ich habe ein bisschen eine Rückkopplung, deswegen dauert das ein bisschen von der. Okay. Es ist ein sehr schwieriger Markt geworden. Deswegen muss man da richtig die Weichen stellen. Ich habe nur, jetzt ist akustisch jetzt schwierig, deswegen noch kurz die Zusammenfassung, was aus meiner Sicht sehr spannend ist, dass ihr zwar Digital Company seid und der ganze Prozess im Hintergrund dann digital läuft, ihr aber großen Wert legt auf die persönliche Betreuung. Und jetzt gleich ein Netz von 3 Außendienstmitarbeitern, 3 Schätzmeistern. Also ihr seid also sehr wichtig, die Österreich persönlich zu betreuen und das finde ich in der heutigen Zeit einen sehr wichtigen Schritt und das macht euch doch sicher aus und unterscheidet dann die Einfachheit der Abwicklung vielleicht. Und das heißt, die nehmen alles auf, stellen es dann selber ein und der Händler hat damit physisch gar nichts zu tun. Ganz genau. Es gibt genau 3 Punkte, die der Händler dann, sage ich, als Arbeitsaufwand hat im Tagesgeschäft. Das ist eine halbe Minute für die Fahrzeugmeldung, uns die Rechnung zu schreiben und uns die Papiere zu schicken. Und alles andere können wir einfach Manpower zurückgeben, wo wir sagen, ihr könnt euch auf euer Daily Business konzentrieren. Und vielleicht auch nicht ganz unwichtig, Kosten fallen erst, wenn verkauft wird. Ganz, ganz ein wichtiger Faktor. Ich wollte das Ganze jetzt gezielt nicht auf die Preisbasis bringen, aber wir sind, wenn Sie mich schon so fragen, Herr Weiß, sehr moderat mit den Kosten. Das heißt, die Plattformen sind beide vollkommen kostenlos. Die Fahrzeugaufnahme plus die Inserierung kostenlos. Erst wenn wir für euch ein Geld lukriert haben, für Sie ein Geld lukriert haben, dann kriegen wir eine Pauschale von 99 Euro. Alles klar. Und auch ein wichtiger Punkt, der mir aufgefallen ist, also das Geschäftsbeziehung läuft immer über euch. Das heißt, fakturiert nicht der österreichische Händler an den spanischen, deutschen oder ungarischen Händler, sondern er fakturiert immer an euch und ihr fakturiert dann weiter. Ganz genau, das ist ja so, sage ich jetzt, eine Dreierkonstellation. Der Einsteller, Einlieferer, Verkäufer fakturiert an uns und wir weiter an den Käufer. Das heißt auch das Thema Nova-Rückholung und Beschäftigung der Dispo fällt für den österreichischen Einlieferer weg, weil wir die Fahrzeugpreise, die gewünschten Preise inklusive Nova-Anteil zurückholen oder vom Käufer holen und dann uns die Nova holen und die dem Käufer refundieren. Das heißt, auch wieder Zeitersparnis, diesmal halt in der Dispo oder Buchhaltung. Ja, und doch von der Reklamationsabwicklung natürlich ein anderer Punkt. Ganz wichtig, weil es ist doch halt viel Ware dabei, der klassische Export, wo man ja gewohnt ist mit lokalen Aufkäufern, der wird aufgeladen, den sie nie wieder. So genau soll es auch sein. Wir stehen hinter unserem Gütesiegel K&Sell Bewertercheck und da müssen wir einfach sagen, wir stehen nach Abholung, wenn das im System abgeholt wurde, 24 Stunden in der Reklamation und Haftung, sodass der Händler kein Bedenken haben muss. Er wird dann nachträglich kontaktiert und muss da alle möglichen Gefechte sich aussetzen. Das genau soll es eben nicht sein.
Alles klar. Vielen lieben Dank, Herr Dedl. Wie gesagt, Kontaktdaten kriegt man ab. Und ich nehme an, die westlichen Händler werden Sie bald zu Gesicht bekommen. Ja, nicht nur die westlichen. Wir sind seit 8 Wochen unterwegs, wie gesagt, zwischen Hollabrunn, Graz und Bregenz. Also wir sind aktiv und flott. Wir wollen schnell sein. Ich habe gemeint, Sie persönlich. Wenn wir im Westen sehen, die Kollegen dann im Osten und im Westen sehen, die Kollegen dann im Osten und im Na, ich bin aktuell, betreue ich mit meinen Kollegen ganz Österreich durch dein, ja, ich bin ein Urgestein, ich bin schon fast 30 Jahre in dieser Branche und nütze da natürlich auch Synergien und Netzwerke. Alles klar, dann vielen herzlichen Dank, schön, dass ihr dabei wart. Wir werden weiter berichten und bei Gelegenheit wiedersehen. Alles klar. Freut mich auch. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke, Herr Meister.